Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert. Mit den normalen 10 Minuten Zuversicht machen wir gerade eine kreative Pause bis Ostern. Aber hier ist ein kleiner Mutmacher für dich. Stell dir folgendes Bild vor. Ein Vater bringt seiner kleinen Tochter im Garten Balancieren bei. Und sie haben einen Baumstamm aufgebockt und er hält die Tochter bei der Hand und sie geht so Füßchen vor Füßchen, Schrittchen für Schrittchen auf diesem Baumstamm vorwärts. Ganz zögernd und immer wieder blickt sie angstvoll nach unten. Nur ein Fehltritt und sie rutscht ab und fällt von dem Stamm runter. Und was sagt der Vater zu ihr? Sagt er, pass bloß auf, dass du nicht fällst, das ist gefährlich? Siehst du nicht, was alles passieren kann? Nein, der Vater sagt was ganz anderes. Der Vater sagt, hab keine Angst, schau auf mich. Hab keine Angst, schau auf mich und geh Schritt für Schritt vorwärts. Und weißt du, so ist Gott, wie dieser Vater. So ist Gott zu dir. Wenn es eng wird in deinem Leben, wenn es ein Balanceakt wird, wenn du nur zögernd Schritt für Schritt vorwärts kommst, einen Fuß vor den anderen setzt, wenn du Angst hast, abzurutschen und zu fallen, dann sieh nicht nach unten auf all das, was passieren könnte und vielleicht auch schon mal passiert ist, sondern dann schau den Vater an. Und dann hör, wie Gott zu dir sagt, hab keine Angst, schau mich an, geh Schritt für Schritt vorwärts. Im Psalm 16, Vers 8 heißt es darüber, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Vielleicht kannst du in deinem Leben gerade nicht perfekt balancieren, aber das ist nicht schlimm. Solange du dieses eine kannst und auch immer wieder einübst, auf den Vater zu schauen. Schau den Vater an und dann wirst du auch da durchkommen. Lass uns gemeinsam beten. Gott, danke, dass du meine Hand nicht loslässt und dass du an meiner Seite gehst, während ich so durch mein Leben stolpere. Danke, dass du mich bewahrst vor dem Fallen und dass du mir immer wieder aufhelfst, wenn ich stolpere. Hilf mir, meinen Blick auf dich zu richten. Und danke, dass du mich so zugewandt und so liebevoll und helfend anschaust. Ich vertraue dir. Amen. Gott möge dich segnen bei deinem Balanceakt, in dem du gerade drin steckst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.